Als die Union das IPRIG-Gesetz verabschiedete, gab es von den damaligen Oppositionsparteien viel Kritik, bis hin zur Teilnahme an den Protestaktionen. Nun sind die Oppositionsparteien in der Regierungsverantwortung. Was wird sich ändern? Fragen wir doch mal nach. Also die Ängste vor diesem Intensivpflege- und Reha-Gesetz, die sind immer noch da und schlimmer ist, die sind auch begründet. Also genau das, wovor wir ja schon in der letzten Legislaturperiode gewarnt haben, nämlich dass Leute, die dauerhaft mit Beatmung leben müssen, mit zum Beispiel Assistenten im Arbeitgebermodell, im persönlichen Budget oder durch andere Anbieter organisiert, die müssen befürchten, dass ihre Krankenkassen sagen, wir finanzieren das Setting so nicht weiter. Weil die gesetzlichen Bedingungen in diesem BIPREC so geregelt sind, dass man sie im Grunde genommen als normaler Mensch kaum erfüllen kann. Also um mal so ein Beispiel zu nennen, ich habe irgendwann ein kleines Mädchen kennengelernt, 10 Jahre alt, dauerhaft beatmet, geht in die Grundschule oder mittlerweile vielleicht auch auf die weiterführende Schule. Und die bräuchte einen Arzt, der sozusagen sie untersucht, um zu beurteilen, kann die entwöhnt werden von der Beatmung oder wie auch immer. Die wohnt in der Nähe von Aachen. Da gibt es keinen einzigen Arzt, der die Voraussetzungen erfüllt, der das überhaupt entscheiden dürfte. Das ist schon mal ein Hindernis. Weil diese Fragestellung gerade mit Blick auf Kinder, aber auch mit Blick auf andere Personengruppen so stark in die Diskussion geraten ist, ist dann der GBA, der Gemeinsame Bundesausschuss, der sozusagen die Ausformung des Gesetzes formuliert hat, hingegangen und hat gesagt, so, wir verlängern jetzt die Frist und wir machen das weniger streng. Aber das ist nur eine Problemstellung in diesem Bereich. Ganz wichtig ist auch, dass die Anforderungen an die Pflegekräfte, an die Fachkräfte so hoch gesteckt sind, dass das auch keiner erfüllen kann. Und wenn wir uns jetzt überlegen, wir stecken mitten im Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel. Ja, also wir wissen, wir finden kaum Pflegekräfte. So, und wie soll das funktionieren, dass jeder Einzelne, der in seinem privaten Setting auf Beatmung angewiesen ist, der das bisher mit seinen persönlichen Assistenten gut hinbekommen hat, Assistenten, die vielleicht nicht über formale Zertifikate verfügen, wohl aber Spezialisten sind für diese einzelne Person mit Beatmungspflicht, ja, die sozusagen werden aus dem System rausgezogen und sollen ersetzt werden durch Fachkräfte, die es nicht gibt. Das heißt, wir machen Gesetze, die nicht erfüllt werden können und die Leute laufen dann natürlich Gefahr, dass durch die nicht mehr Finanzierung sie irgendwann in die Situation geraten, in besonderen Wohnformen, ja, also im stationären Bereich zu landen. Das ist eine Katastrophe. Die Frist läuft jetzt ab Ende Oktober und meine Einschätzung ist, dass wir jetzt schnellstmöglich eine gesetzliche Veränderung brauchen. Und deswegen haben wir den Druck auf das Bundesgesundheitsministerium nochmal erhöht, weil es jetzt einfach wirklich pressiert und die Leute jetzt seit Jahren in Angst leben und wir als Politik immer noch keine Lösung anbieten können. Das ist wirklich eine ziemlich peinliche Nummer.